Hitradio FFH. Uwe, der Kreisliga-Trainer. Das ist ja wieder Kreisliga-Fußball auf höchstem Niveau, ey. Da krieg ich so einen Hals. Andi, weißt du, warum du in der zweiten spielst? Weil es keine dritte gibt. Die Deutsche Bahn hat jetzt einen Zug für die Fußball-Euro 2024 vorgestellt. Und nein, Kevin, ein EM-Zug ist nicht, wenn du beim Eröffnungsspiel ein Glas Bier auf Ex trinkst. Im EM-Zug kannst du, im Ernst, an den Tischchen im Abteil Tipp-Kick spielen. Wegen den ständigen Verspätungen hätte Mensch Ärger dich nicht irgendwie besser gepasst. Nö, Andi, deine Pässe sind auch wie die Züge der Deutschen Bahn, die kommen auch nicht an. Eigentlich sollten Mats Hummels und Leon Goretzka bei der Lokpräsentation dabei sein, aber für beide ist der EM-Zug längst abgefahren. Stimmt's, Andi, du alter Schwalbenheini? Bei uns werden nicht die Weichen gestellt, sondern die Weichen aufgestellt. Nur die Harten kommen in den Garten, heißt es wieder bei unserer Vatertagstour. Wir machen diesmal eine Tour aufs Land raus. Ne, Stefan, da machst du dann wieder den Linienrichter, so eine Fahne, wie du jetzt schon hast. Jedem unserer Defensivspieler spendiere ich eine extra Kiste Bier. Wenn sie die getrunken haben, kann ich endlich mal sagen, unsere Abwehr ist komplett dicht. Ferdinand, ich setze die komplette Tribüne auf die Saison. Läuft bei dir. Uwe, der Kreisliga-Trainer bei Hitradio FFH.